Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3 und wir sind auf dem Weg, unser Klon in den Archiven der Citadel zu stellen und ja, da würde ich sagen, machen wir ganz schnell weiter. Wir haben ein bisschen was über die KI-Auslöschung, der ist auf der Citadel gelernt und ein bisschen was über, ach, wie heißt's denn? Himmel, Herrgott. Unterwegs. Über den Erstkontaktkrieg. Über den Ausbruch der Kroganer-Rebellion. Jahr 2183 CE. Schlacht um die Citadel. Oh, da waren wir dabei. Schlachtschiffs, Kammer X5. Sie sehen, dass schon in den ersten Minuten des Angriffs der Sakara-Bezirk nahezu vollständig zerstört wird. Unterbrechung. Spectre-Status erkannt. Commander Shepard. Die folgenden Informationen auf der Linie der Geheimhaltung. Zwielichtige Möchtegern, Söldner. Sag bitte, dann akzeptieren wir eure Kapitulation. Sag brav bitte, dann macht Rex vielleicht mal eine Pause. Macht mal, dann sehen wir weiter. Der Proteaner hingegen macht keine derartigen Zusagen. Okay, der. Wer sich mit Shepard anlegt, kriegt es mit mir zu tun. Also hören wir uns die Aufzeichnung gleich nochmal an. Onkel Erdnott hat ein Geschenk für dich. So, nochmal. Ich will das mit dem Spectre-Ding hören. Moment, noch ganz kurz. In den ersten Minuten des Angriffs, der Sakara-Bezirk nahezu vollständig zerstört wird. Unterbrechung. Spectre-Status erkannt. Commander Shepard. Die folgenden Informationen unterliegen der Geheimhaltung. Der unbekannte Aggressor ist vermutlich ein Reaper, der beim Angriff auf die Citadel Hilfe von dem abtrünnigen Spectre Saren erhält. Der Reaper Saren wird von der 5. Flotte zerstört. Okay. Das war eigentlich alles, was ich eben noch hören wollte. Und weiter geht's. Das hat sicher wehgetan. Ich habe 18 bislang unbekannte historische Ereignisse katalogisiert. Wo ist das Ziel, Cliff? Es sucht nach einer geheimen Kammer und wollte nicht gestört werden. Was? Ich habe es mit Ihnen verwechselt. Spür's wieder auf. Blöde Maschine. So, hier immer schön umschauen. Man weiß nie, für was es gut sein könnte. Was noch so alles hier in den Archiven liegt. Vor allem, wie viel Munition in den Archiven liegt. Und mal noch ein paar Credits aus den Archiven geklaut. Das kann auch nicht schaden.
Ja, ich weiß, ich muss jetzt dahin zu der Tür. Rex, mach mal Platz. Ich sollte mich hier nur einmal fertig umgeschaut haben. Okay, Rex hatte hier gerade seinen... sein persönliches Waterloo. Ich liebe es, wenn diese Dinger explodieren. So, weiter geht's. Sie will Ihnen körperlichen Schaden zufügen. Außerdem habe ich in Kammer 347b ein Paarungstotem der Elko entdeckt. Faszinierend. Ja. Scheiße. So. Hätte ich mal wieder jedem den Arsch gerettet. Wer hat die meiste Zeit tot da? Ich würde mich gerne erstmal übergeben, falls keiner was dagegen hat. Zack, so. Okay, die Tür braucht lange. Der Genophage gegen die Kroganer wurde autorisiert. Nicht von meiner Regierung. Ihre Regierung hat sie erfunden. Wozu soll eine Waffe gut sein, wenn man sie nicht einsetzt? Sergeant Tavis, fesseln Sie ihn.
Lautet unser Befehl wirklich so, Sir? Das ist Genozid? Sergeant Hout, fesseln Sie beide. Ich drücke selbst auf den Knopf. Eines Tages, Salarianer, werden Sie uns dankbar sein. Freisetzung beginnt. So war das also damals. Es waren die Torianer und nicht die Salarianer, die sie freigesetzt haben. Jobangebot der ganzen Galaxie sein. Ich bin dabei. Okay. Der Shepard lebt noch. Der Nächste, der das sagt, ist gefeuert. Anscheinend ist der andere Commander ziemlich komisch. Kollateralschäden sind ihm gleichgültig. Ich bitte zum nächsten Notausgang. Sieht sicher aus. Ja, unbekannt. Herkunft, Erde. Frühes religiöses Artefakt, Kammer E28. Hä? Schade, ich hätte es jetzt gerne noch gesehen. Es ist schade, dass diese Wissenschaftler sterben mussten. Ich hätte gerne mit ihnen über das Paarungstotem der Elkor gesprochen. Bei Notfällen müssen sämtliche Archivinformationen gesichert werden. So, hier liegt nämlich noch was. Ja, machen wir doch. Wir sind schon die Sicherheitskräfte. Ah, wir sind auf dem Rückweg. Okay, andere Richtung. Männermarsch, Marsch. Ah, ja, ist okay. Weil ich hier rüber bin. Team Hammer, wir sind unterwegs zur nächsten Ebene. Was ist Ihre Position? Hammer, hören Sie mich? Nicht gut. Da ist Team Mako. Wir versuchen einen Weg frei zu machen, Commander. Hammer ist schon vorgerückt. Nein, 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 nein. Boah. Was war denn das gerade? Das hat sicher wehgetan. Okay. Zur Kommunikation zu sein. Ihre Intelligenz ist unbekannt. Erste Beobachtungen zeigen, dass ihre Aufgabe anscheinend bewahrenden Charakter hat. Wir beginnen mit unserer Erkundung. Aha.
Das war also der Moment, an dem die Destiny Ascension auf die Citadel kam. Hier scheint es beschädigt zu sein. Achtung an das gesamte Personal. Notabriegelung eingeleitet. Dann kommen wir her, das ist klar. Ich habe mich nur noch einmal umgeschaut. Das muss sein, so. Team Mako, wir sind hinter Ihnen. Wie ist Ihr Status? Auf uns Sitze! Mako, wo sind Sie? Und hier? Jahr 2183 CE. Beratungen über den ersten Spectre der Menschen. Kammer SH1. Commander Shepards aktuelle Erfolge stehen außer Frage. Aber der Rat hat keine Informationen über seinen Hintergrund. Shepard wurde auf der Erde geboren und wurde früh zum Waisen. Er überlebte auf der Straße und meldete sich mit 18 zum Militär. Gibt es etwas aus Shepards Militärakte, das Sie besonders hervorheben möchten? Viele in der Allianz halten Shepard für einen Kriegshelden. Er hat zum Beispiel auf Elysium ganz allein einen Angriff zurückgeschlagen und so den kompletten Trupp gerettet. Danke für Ihre Präsentation und an alle, die hier gesprochen haben. Der Rat wird seine Entscheidung bezüglich der Eignung von Commander Shepard als Spectre noch heute bekannt geben. Okay, das war also der Moment, dann losging. Der Moment, an dem es losging. Nur schade, dass er das schon umprogrammiert hat und schon seine Rüstung drin ist. So sah ich nie aus. Wie ist Ihr Status? Ihr anderes Ich stört unseren Funkverkehr. Hammer und Mako versuchen vorzustoßen und ihm den Weg abzuschneiden. Aber ich wurde getroffen und brauche Hilfe. Bitte beeilen Sie sich. Oh, 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 oh. Aber ich vertraue Brooks irgendwie immer noch nicht. Sesam, öffne dich. So. Das heißt nichts Gutes. Brooks, die Kammer schließt uns ein. Gibt's ein Override? Ich sehe keinen. Cortez? Brooks? Hören Sie mich? Sind Sie auf dieser Frequenz? Ach nö. Die Kurzantwort lautet nein. Sind Sie nicht. Die lange Version lautet, dass Ihre Freunde in Iridium-Kammern festsitzen und vergessen werden. Für immer. Andere wissen davon. Von Ihnen. Die Allianz wird Sie aufhalten. Was denken Sie, Analystin Brooks? Wird die Allianz uns aufhalten? Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich arbeite gar nicht für Sie. Ich hab's gewusst. Wer sind Sie? Und glauben Sie wirklich, dass ich Sie nicht erwische? Mein Name ist unwichtig. Ich behalte keinen länger als ein paar Tage. Und wenn der Unbekannte mich nicht findet, schaffen Sie es auch nicht. Sie sind Cerberus? Ich war. Mr. Unbekannt und ich waren nicht einer Meinung. Er ist indoktriniert. Ich hingegen höre im Kopf lieber mein eigenes Flüstern. So weit, so gut. Warum haben Sie mir keine Zusammenarbeit vorgeschlagen? Haben wir doch. Ich habe die ganzen Dossiers für Ihre Selbstmordmission zusammengestellt. Die Kollektorenbasis? Der Salarianische Doktor, die Asari Justikarin, der Turianer. Schön, Sie endlich zu treffen, Archangel. Angenehm. Das waren alles Fehler. Wir waren eine Pro-Mensch-Gruppe, die Aliens um Hilfe bat. Ich habe einfach gewartet, bis ich ein anderes Sie fand, das meiner Meinung war. Ich weckte ihn auf. Was sollte das Ganze? Eigentlich wollten wir nur Ihren Spectre-Code. Da ist Shepard! Spectre-Zugriff erteilt. Aber dann überlebten sie den Anschlag und setzten ihre verdammte Asari ein. Ich musste neu kombinieren. Der Waffenhändler. Elijah, ich bin's. Wir müssen reden. Was zum Teufel ist los? Wenn diese Waffen zu mir zurückverfolgt werden... Oh! Werden sie nicht. Aber dann hätte ihr Sexbot ja die Daten wiederherstellen müssen.
Und jetzt sind wir ja hier und dämmen das Problem ein. Eine Warnung. Den Verrat an uns hat noch niemand überlebt. Und trotzdem versuchen es alle dauernd. Sie beide halten sich für schlau. Und das waren sie auch. Ein bisschen. Aber das reicht nicht. Und ja, ich mag hier drin gefangen sein. Aber Vorsicht, denn das Fadenkreuz auf ihrem Rücken wird mit jeder Sekunde größer. Das klingt sehr dramatisch. Und wenn mir jemand wie Commander Shepard drohen würde, wäre ich besorgt. Aber Sie sind nicht Shepard. Nicht mehr. Sie hatten Miranda, ich habe sie. Meine hat mehr Biss. Es war schön, solange es andauerte. Was machen Sie da? Dinge in Ordnung bringen. Erinnern Sie sich? Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Nur haben Sie irgendwo unterwegs Ihre gesamte Spezies vergessen. Sie haben mehr Aliens das Leben gerettet als Menschen. Die Spezies ist mir egal. Jedes Leben zählt. Aber vielleicht kann ein Klon das nicht verstehen. Das Einzige, was man nicht duplizieren kann, ist der Handabdruck. Das Leben formt ihn, nicht die DNA. Was ein Problem ist. Computer, Ratsakten aktualisieren. Subjekt, Shepard. Menschen, Spectre. Aktenzugriff. Bitte neue Daten eingeben. Biometrische Daten aktualisiert. Guten Tag, Commander Shepard. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Die Normandy braucht Ihren Captain. Ich sollte gehen. Leben Sie wohl, Commander. So sterben also Legenden. Helfen Sie mir. Haben wir früher bei solchen Sachen nicht immer gewonnen? Ich sollte gehen. Klinge ich wirklich so? Solange ich Sie kenne, schon. Haltet mich für pingelig, aber sollten wir uns nicht Sorgen machen wegen der Kammer, in der wir jetzt für immer eingeschlossen sind? Warum hat mir das noch niemand gesagt? Dabei ist Feedback so wichtig. Also, ich dachte, das sagen alle Menschen. Ein seltsamer Brauch der Erde oder so. Luft ist hier drin auch nicht viel. Eine Stunde, mit viel Glück. Vielleicht. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Und sonst haben Sie keine Sorgen, Shepard? Hm? Oh, Glyph, bist du noch da? Jawohl, Commander. Mach das Ding auf und such die anderen. Niemand stiehlt mein Schiff. Nicht mal ich. Okay. Ist es nicht ein Problem, dass Edi ja Bescheid weiß, dass wir nicht der echte Shepard sind und... Ich hab Platz für Shepard plus zwei. Und schnell, wenn's geht. Der andere Shepard klaut mein Schiff. So, wen holen wir dann jetzt mit auf die Mission? Dann sind jetzt Kaidan und Tali dran. Weiß nicht wieso. Einfach so. Was? Ich wollte auch mit. Ich auch. 50.000 Jahre. Und ich werde kaum ausgewählt. Joker kommt zurück und holt sie. Versprochen. Thank you.
So. 4 Punkte reichen immer noch nicht. Aber seine 11 reichen und ihre 8 reichen. Deshalb hasse ich Landurlaub. Kaum parkt man das Schiff mal 5 Minuten. Können Sie die Citadel-Flugsicherung bitten, denen die Starterlaubnis zu verweigern? Schon probiert. Alle Funkfrequenzen sind gestört. So können Sie mein Schiff leichter stehlen. Wir halten Sie auf. Selbst wenn Sie die Normandie haben, können wir die Allianz direkt angehen und beweisen, wer der echte Shepard ist, oder? Glaub nicht. Der Klon hat die Biometrik-Logs gehackt und besitzt alle erforderlichen Codes. Wir können nichts beweisen. Ja, klar. Sind wir uns einig, dass es besser wäre, wenn Shepards böser Klon die Normandie nicht stiehlt? Keine Sorge. Sie kriegen Ihr Schiff wieder. Hoffentlich. Wo endlich der Sitz richtig eingestellt ist. Okay, die Citadel-Sicherheit hat das Skycar erfasst. Noch näher und sie schießen. Zurück und die anderen aufsammeln. Weit können sie nicht gekommen sein. Außer sie haben ein Taxi genommen. Wir stürmen jetzt die Normandie. Das wird geil. Das wird echt geil. Erledigen wir sie. Okay, ich brauche meinen Scharfschützen. Hier wir. Sich denn da runter, wenn da unten drunter Leute stehen. Verdammt, sie wollen zum Schiff. Ich dachte, die Welt ist tot. Mach es scharf. Ohne Aktiv. Nein, ich will da hinten drunter. Verdammt. Das war knapp. Nicht mit mir. Wenn wir starten wollen, dauern die Vorbereitungen eine halbe Stunde. Und die schalten einfach die Triebwerke ein und fliegen los? Danke, dass ich das endlich weiß. Schicken Sie eine Warnung an die Normandie. Geht nicht, die Kommunikation wird gestört. Schon vergessen? Verdammt! Scheiße.
Scheiße. Es läuft die Zeit davon. Ich bin nicht so weit gekommen, um die Normandie jetzt einfach abheben zu sehen. Ich hab doch nicht mal... Moment. Was? Sie haben mich gerade von der Normandie gefeuert. Unehrenhafte Entlassung wegen ungebührlichen Verhaltens. Vom Schiff geworfen und gerade mal genug Zeit, um meine Zahnbürste einzupacken. An die haben Sie gedacht? Eine Scission Pro Mark 4. Entfernt mit Masseneffektfeldern Plug und massiert den Gaumen. Ja, hab ich erzählt. Und ich weiß es, weil ich der echte Shepard bin. Und ich wurde gerade vom Schiff geworfen. Das war dann wohl nicht... Ein Klon. Ganz ehrlich, wenn man lange genug auf der Normandie war, gewöhnt man sich an alles. Alles weitere später. Aber jetzt... Verschlossen. Sie sind in Kürze startbereit. Ist noch jemand an Bord, der uns helfen kann? Nein. Und ich war auch nur wegen der Nachrüstung der Normandie auf der Erde da. Alle anderen haben Landurlaub. Okay. Keiner kennt das Schiff besser. Komme ich irgendwie rein? Es gibt eine Notluke für Evakuierungen. Sie müsste genau hier sein. Manuelles Schloss, das nur von der anderen Seite geöffnet werden kann. Vorschläge? Auslösen mit einem biotischen Feld ginge, aber meine Kontrolle ist nicht präzise genug. Hätte mir heute früh jemand gesagt, dass eine Zahnbürste die Normandie retten wird, ich wäre skeptisch gewesen. Up, up and away. Und nach der Cutscene ist Ende. Sir, direkt vor dem Start gab es einen Zugangsalarm auf der Normandie. Eine der Sicherheitsluken. Er? Wo? Unbekannt. Als wir die KI abschalteten, wurden zahlreiche Sicherheitssysteme deaktiviert. Shepard kann überall auf dem Schiff sein. Die haben eh die abgeschaltet. Steht direkt vor Ihnen. Ist das klar? Es ist besser so. Möchten Sie ihn denn nicht selbst ausschalten? Waffenkammer, findet ihn. Bremst ihn. So behandelt niemand mein Mädchen. Ich bin sicher, wir haben beim Öffnen der Luke Trainers Zahnbürste kaputt gemacht. Erinnern Sie mich daran, sie ihr zu ersetzen. Jawohl, machen wir. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Sehen uns morgen zu einer weiteren Folge, wenn wir dann hoffentlich die Normandie zurückerobern und unseren Klon endlich stellen werden. Macht's gut, bis dahin.